Ladies and gentlemen, W. Till. Oder auf Schweizerdeutsch, der Dobeli Tell. Jeder tapfere Schweizer, alle freiwilligen Schweizerinnen und viele fleißige Schüler erinnern sich heute noch gerne an eine bedeutende Jahreszahl unserer Geschichte, nämlich an das Jahr 1200. An ein schönes Jahr. Hören Sie, was uns tüchtige Geschichtsschreiner zu berichten wissen. Vor langer Zeit, es hätte gestern sein sollen, lebte ein braves Bauernvolk inmitten hoher Berge, tiefer Seen, blauen Wäldern, grünen Matten und friedlich wiehernden Kuhherden. Indes, es war eine dunkle Zeit und feucht war es auch. Ja. Teil 1. Der Krütli schwur. Wie schon gesagt, es ist immer noch dunkel und feucht. Doch Stauffacher ward der Erste. Fürwahr, hier bin ich, Stauffacher, der Frühaufsteher. Hätte jemand mich leider mögen gesehen. Hört, was meine Väter euch berichten. Jetzt habe ich es vergessen. Diese Worte kaum verklungen, erreichte der wackere Jucker aus Affoltern das hohe Krütli und sprach. Guten Morgen, liebe Sportfreunde zu Hause an Bildschirmen. Herzlichen Dank. Danke vielmals für diesen Applaus. Guten Morgen, liebe Sportfreunde zu Hause an den Bildschirmen. Ich begrüße Sie recht herzlich zum großartigen Schwur hier auf dem Krütli. Mit der Startnummer 3 folgt Rösselmann aus Uri, 4 Baumgartner aus Unterwalden und auf der 5. Position der großartige Außenseiter Freddy Schiller aus der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Sinne, benissimo. Also traten Sie dicht zusammen. Denn es war feucht und kalt und schwörten den Schwur der verschwörten Geschwüre. Also das nächste Mal haben wir den Heizig da oben, hä? Nein, das schwuren sie nicht. Aha, nicht? Bist ruhig und hebt die Öpen auf. So sprecht mir nach. Wir wollen sein ein Volk von einzig Brüdern. Was ist mit dem Frauenstimmrecht? Ruhe. Und so schwörten sie in einem fort. Nein, da fahren wir alle, Subaru. Teil 2, der Tell. Bua, 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 bua. Oh, voll in Tennisarmen, ja, lach mal ganz. Irgendwo in den Bergen zur selben dunklen und feuchten Zeit lebte Tell. Hau. Mit seiner Frau Hedwig. Unter seinem erstgeborenen Sohn Walter. Das bin ich, lässig, ja. Eines Wüstentages sprach Tell zu seiner Frau. Mir fehlt's der Arm, wenn mir die Waffe fehlt. Schiller, Seite 54. 53. 54. 53. 54. Egal, Sohn Walter eilte herbei. Oh, Papi, darf ich auch mitkommen nach Alter von Kilby? Ha, ja. Tell legte seine Stirn in tiefe Runzeln. Hast du ihn Jofo schon gehabt? Sie gingen. Wohin? Ja, nach Haltdorf. Aha, ja genau, so gingen wir. Wo du geht's? Beim Vorhang links. Danke. Schon recht. Käse. Dritte Szene, drittes Bild. Aufzug Schindler. Wie schon gesagt, es ist immer noch dunkel und feucht. Klein Walter schlägt begeistert in Alper von der Zuckerwatte. Ei, Papi, sieh den Hut dort auf der Stange. Tell ward verwundert. Wieso ist heute Ausverkauf? In diesem Augenblick kam Fockester auf Furian geritten. Den dunklen Knalldachschimmel aus dem Libitanerstall. Friesharter Hutwächter hieß ihn willkommen. Ja, servus, Chef, dass er trotteln, wo ich den Hut nicht grüßen. Ja, na, servus. Gäste war entsetzt. Ach, okay, da bin ich so enttäuscht. Ja, wie heißt er denn, der Typ?
Ding, bling, ding, 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 bling, ding, 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 bling, ding. My name is Bond. Wilhelm Bond. De Fries hat den Hut knapp, hat ihm eine knappe Idee. Ja, so machen Sie doch einen Knappenschießen, Chef. Das wäre fisch. Gessen war begeistert. Bravo, Fieser, bravo. Tell entsetzt. Lieber möchte ich sterben, als den Kopf meines Knaben vom Apfel zu schießen. Nein. Lieber möchte ich niesen, als die Leber meine Knöpfe zu beapfeln. Gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelheizchen schild. Rablödel, lass deine Lödel hinödel. Deine Knödel auf den Lödel. Doch gestern setzt sich durch. Da geht Tell sonst doch kein Spülverderber. Tell verzweifelt. Dränge mich nicht, ich kann nicht, ich will nicht. Sally, hä? Derweil setzt sich mutig Klein Walter die Wassermelone auf den Kopf. In dies Tell steckt sich klammheimlich einen zweiten Pfeil in sein Wams. Bernd, die Appenzellerin schmiss sie zwischen Tell und Gessler. So haltet ein, in Gottes Namen. Überreitet mich, aber schon mit den Knaben. Oder umgekehrt. Gessler ist Gnade walten und überritt sie. Aber keine Sorge, denn die Dame war allianzversichert. Lasset mich! Nicht, denn jetzt wird spannend. Ein Schuss fiel. Tell wurde verhaftet. Er hatte kein Jagdpatent. Gessler, neisi. Der Walter hat doch nicht alleisi. Worauf ihn Leuthold? Gestern haben uns bevollmächtigt der Niederknüppelte. Für den Teufel gesunden. 4. auf zur ersten Szene. Sturm auf dem Urnensee. Es donnert der Donner. Ein Bum-di-bum-bum. Es blitzen die Blitze. Der Blitzflash, die Blitzflitz. Es regnet der Regen. Der Plätscher treffen die Plätscher. Es schifft der Steuermann. Wenn's oben schifft und unten seicht, ist gut, falls er was. Sich auf und stolpert den Bootsrand. Hier bin ich, die Bündnerplatten. Die Tellsplatten. Ich glaube, ich habe Hose geschissen. Dritte Szene, es feuchtelt. Gessler sucht die hohle Gasse. Tell hinter einem Strauch. Für hakle feucht, hier bin ich. Was? Nein, für wahr, hier bin ich wieder. Durch diese kahle Hose muss er gasen. Es führt kein anderer Weg nach Leutschenbach. Nach Quiznacht. Haha, rührt, es gibt den Huckepack. Die Bahn 2000 und Adolf Hogi. Bravo, Gögi. Haha, genau, es hobbelt der Hase, zitschern die Vögel. Gessler naht. Gessler, hier bin ich, der Hohle. Was? Ich meine, ich gase. Hä? Sein oder nicht sein. Aber Tell, das ist doch von Shakespeare. Ich mag kein Bier. Nun bist du dran, du Omelett. Hamlet! Halt, wer ist das hier? Das war nicht mein Geschoss. Und so ward Gessler vom Schiller erschlagen. Moment, jetzt komm ich überhaupt nicht mehr raus. Der Vorhang fällt. Ja, blase mir die Schuhe, ich zupf sie. Ende! Das kommt jetzt die dritte Runde, hä? Glaubt's.